willkommen auf unserem Kanal. Heute möchte ich euch ein paar ganz tolle Schulmäppchen vorstellen und auch ein paar total süße Radiergummis, die ich gefunden habe. Und ich würde sagen, wir legen einfach los. Einmal habe ich hier was ganz Außergewöhnliches. Und zwar haben wir hier einen Fisch. Den gibt es in unterschiedlichen Fischsorten sogar. Habe ich bei eBay gekauft. Glaube ich, gibt es auch bei Amazon, aber auch generell im Internet kann man den finden, wenn man unter Fischmäppchen sucht. Und der Besondere an diesem Fisch, der sowieso schon total witziges Design hat, ist, wenn man den aufmacht, da ist innen drin sogar wie eine Fleischoberfläche. Also das fand ich schon ziemlich abgedreht, schon ziemlich krass. Und mit dem Mäppchen werdet ihr garantiert in der Schule oder halt eben auch im Studium oder beim Beruf auffallen. Da sind euch die Blicke garantiert. Ist auch sogar von beiden Seiten bedruckt und hat eigentlich eine ziemlich gute Qualität. Dann haben wir hier eine Milchtüte. Ich finde die auch total abgedreht, total crazy und da steht halt drauf, dass halt auch pasteurisiertes Milch mit Vitamin D, die ist sogar noch organic und ja, also ich finde die ist echt toll gemacht. Die ist ein bisschen, ich finde die ist ein bisschen krumm geschnitten, hier vom Schnitt her, aber ansonsten ist die auch echt total cool. Und wenn man die so aufmacht, dann sieht die so von innen aus. Hier ist momentan noch ein Schaumstoff drin. Und die bietet auf jeden Fall viel Platz für Stifte. Und soweit ich weiß, gibt es halt statt Milchpäckchen auch noch Saftpäckchen, die man kaufen kann. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine total witzige Idee. Und da sind die Blicke halt eben auch auf jeden Fall garantiert. Also wenn man was Auffälliges haben möchte, der kann sich sowas hier kaufen. Finde ich schon auf jeden Fall mega. Jetzt habe ich noch ein Mäppchen von Zippet. Ein Monster-Mäppchen. Das ist qualitativ auf jeden Fall sehr hochwertig und Zippet gibt auch sehr lange Garantie auf seine Mäppchen. Und gibt es halt eben auch unterschiedliche Monster. Wir haben jetzt hier ein schwarzes mit einem roten Reißverschluss. Ja, ich mache das jetzt einfach mal auf. Dann können wir auch mal gucken, wie der Stauraum ist, was von innen so noch so ist. Ja, und wie wir sehen können, oder wie ihr sehen könnt, könnt ihr halt eure Stifte reinpacken. Hier ist viel Stauraum, hier passt einiges rein. Hier ist noch für Geodreieck, für Lineal. Hier könnte man vielleicht ein paar Patronen reinmachen. Hier kann man noch einen kleinen Stundenplan reinmachen oder Essensmärkchen, vielleicht auch ein bisschen Geld. Hier ist noch genügend Platz für Stifte. Ich denke, hier können auch noch Stifte rein, weil das ist wirklich, also ist wirklich viel Platz. Und wie gesagt, halt auch sehr hochwertig vom Material her. Und da wird man auf jeden Fall viel Freude dran haben an so einem Zippet-Mäppchen. Und vor allen Dingen, weil es ja halt eben auch Monster ist. Ist natürlich super cooles Design halt eben auch garantiert. Das war es auch schon mit der Mäppchen-Kollektion, die ich euch mal zeigen wollte. Ich zeige euch jetzt aber noch ein paar lustige Essensradiergummis. Die fand ich halt auch mega niedlich und die wollte ich jetzt mal mit euch noch auspacken. Und dann gucken wir mal. Also ich glaube, das hier ist... Das sieht aus wie ein Keks. Mit einer Milchfüllung, ein Hasi. Ja, ist auf jeden Fall mega süß. Oder ein Hund könnte das auch sein. Ist, glaube ich, gar kein Hasi. Ist, glaube ich, ein Hund. Ich weiß es nicht genau. Was denkt ihr? Ein Hase oder ein Hund? Schreibt mal in die Kommentare. Und dann haben wir hier eine Pommes-Tüte. Ja, die sieht doch schon total lecker aus, oder? Die kann man zwar nicht essen, aber sieht mega lecker aus. Da macht das Radieren in der Schule auch mega Spaß mit. Dann haben wir hier ein Eis. Ah, ich finde es auch schon mega, mega lecker. Sieht das aus. So mit einer rosanen Glasur und einer Milchfüllung. Und hier kommt noch ein Burger. Burger ist auch witzig, oder? Ja, wie findet ihr denn eigentlich so die Schulsachen, die ich euch jetzt vorgestellt habe? Die Büroartikel? Schreibt es mir doch unten in die Kommentare. Und habt ihr vielleicht auch so cooles Zeug? Dann schreibt mir doch einfach mal. Da würde ich mich mega freuen. Und das
das war es dann auch schon mit dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!